Hey, was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute wieder im Bereich Zusammenarbeit im Betrieb, Personalführung und Personalentwicklung unterwegs. Sagt mal, kennt ihr schon Michael McCobe? Nach diesem Video werdet ihr es wissen. So, und los geht's. Eins vorweg würde ich euch bitten, meinen Kanal zu liken, abonnieren und somit zu unterstützen. Das gibt Motivation zum Weitermachen. Dankeschön. Ich habe für euch wie immer eine Situationsaufgabe mitgebracht und die würde ich einfach mal vorlesen und gemeinsam würde ich dann auch die Aufgabe mit euch bearbeiten. Und zwar, die DS GmbH mit Sitz in Freiburg hat 3840 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist tarifgebunden, ein Betriebsrat wurde gewählt. Sie leiten eine Abteilung mit 32 Industriemechanikern, 14 Mechatronikern und 3 Auszubildenden. Als Aufgabe: Michael McCobe veröffentlichte in seinem Buch The Games Man von 1977 4 verschiedene Arten von Führungstypen. Und jetzt nennen und beschreiben Sie die 4 Führungstypen von McCobe. Das Ganze soll 16 Punkte geben. Nun, zuerst mal zu den Backgrounds ein bisschen. Wer ist McCobe überhaupt? McCobe ist ein amerikanischer Psychoanalytiker und Anthropologe, der weltweit als Experte für Führung und Forschung zur Verbesserung von Organisationen in Unternehmen gilt. Er wurde am 5. März 1933 geboren und ist somit 88 Jahre alt. Er wurde genau gesagt in New York geboren. Außerdem hat er in Harvard studiert und an der Universität von Chicago. So, als kleiner Exkurs, wer McCobe ist. So, dann gehen wir mal los. Hier wieder nennen und beschreiben Sie die Führungstypen von McCobe. Der erste Führungstyp ist der Fachmann oder auch Craftsman genannt. Der Fachmann, der ist stets um Qualität und Sparsamkeit bemüht. Er ist sehr diszipliniert und hat eine sehr hohe Fachkompetenz. Er ist ein Perfektionist, der immer nach neuen Technologien und Produkten sucht, um anderen überlegen zu sein. Ich habe das jetzt mal als Antwort einfach so dahingeschrieben, wie ich es mit meinen Worten selber erklären würde. Ich zeige zum Schluss nochmal alle 4 Typen auf. Wenn man genau nochmal wissen möchte, was die sind, kann man ja theoretisch zurückspulen und kann sich hier da die Notizen vielleicht rausschreiben. Also der erste, das war der Fachmann oder Craftsman. Der zweite ist der Company Man bzw. der Firmenmensch. Der Firmenmensch, der identifiziert sich eigentlich zum Großteil selbst mit dem Unternehmen und dass er quasi ein Teil des Unternehmens ist. Hier die Entwicklung und Expandierung seines Unternehmens sind ihm wichtiger als alles andere, auch sogar seiner eigenen Karriere. Hauptsache seinem Unternehmen geht's gut. Er setzt sich allerdings sehr gerne für die Mitarbeiter in dem Unternehmen ein, was den Mitarbeitern ja zugutekommt, da er ist ja ein Firmenmensch, Company Man, und die Mitarbeiter sind ja ebenfalls Teil des Unternehmens, also muss es den Mitarbeitern ja auch dementsprechend gut gehen, damit die Firma gut läuft. Ja, das ist der Firmenmensch. Als nächstes kommt der Spielmacher oder der Gamesman. Der sieht das Arbeitsleben und das reale Leben, also das Privatleben, an wie ein Spiel, das er unbedingt gewinnen muss. Ihm gefallen Innovationen, neue Techniken und frische Methoden, aber auch Abkürzungen. Er zählt als kommunikativer und kooperativer Teamplayer. Kommen wir zum nächsten. Das ist dann der Dschungelkämpfer, The Jungle Fighter. Der ist so ziemlich das Gegenteil vom Spielemacher. Hier, der sieht das Leben und die Arbeit wie ein Dschungel, hier nicht wie ein Spiel. Das bedeutet, friss oder stirb. Also, er ist ziemlich dominant und er missachtet auch schon mal die Spielregeln, um sein Unternehmen weiterzubringen. Er ist ein Einzelkämpfer, der eher den Angriff vor der Verteidigung vorzieht. So, das wären alle 4 gewesen. Ich liste sie hier nochmal eben auf. Das wäre eben einmal der Fachmann, der Craftsman, dann der Firmenmensch, der Company Man,
Spielmacher, also Gamesman, und der Dschungelkämpfer, der Jungle Fighter. Ich denke mal, das war relativ grob an der Oberfläche gekratzt. Wahrscheinlich geht das wesentlich tiefer, diese Materie, aber es sollte ausreichend sein, dass man es mal gehört hat und dass man ungefähr sagen kann, was diese Typen so ausmacht. Und vielleicht sieht ja der ein oder andere sich selbst oder seinen Chef in einem dieser Typen wieder. Ja, gut, das war's von meiner Seite aus wieder. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.